Moin Moin und willkommen zu Big Pharma. So, ich habe ja immer noch mein gedankliches Problem hier mit diesen hier. Aber ich glaube, mir kam da gerade eine Idee. Die ich auch schon wieder verworfen habe. Haha, so viel dazu. Und ich gehe daran, da muss ich aber auch daran. So oder so irgendwo kreuze ich. Und das ist das Problem bei mir. Nein, Moment. So oder so, ich kreuze irgendwo. Das ist gerade echt schwierig. Also ich könnte ja den Slot benutzen und das Material, diesen hier zum Beispiel, da auch noch rausfehlen. Aber das will ich nicht. Ich bin gerade echt überfragt, wie ich das machen soll. Ohne dass eine der Bahnen überkreuzt. Du gehst mal daran, dann musst du daran. Musst nicht, aber schön wäre. Invalid position. Ja, Invalid Position, genau. So, jetzt haben wir hier eine Kreuzung, die nicht gut ist, weil sie das Ganze wieder verlangsamt. Ich lasse es einfach mal laufen. Und schauen wir mal. Ich sehe es gerade. Es kommt ja mit Lücke raus. Research complete. So. Bei beiden ist jetzt Mumpitz rausgekommen, ne? Ne, der stimmt. Moment. Nee. Bei beiden ist Mumpitz rausgekommen, weil ich die Basis nicht eingestellt habe. So, das muss jetzt hinhauen. Genau. Habe ich das dann nachgesenkt? Müsste ich ja dahin stellen. Außer ich stelle ihn so rum, dann würde ich oben die Linie blockieren. Ich baue gerade noch etwas platzeffizienter oder versuch's zumindest. Hey. So. Nein, was mache ich denn? So, jetzt starte ich nochmal. New World Event. So, wir haben den Gicht, wir haben den Katalysator. Und dort müsste es auch rauskommen. Jetzt wollen wir es durch ein Lösungsmittel. Ich bin sowas von verwirrt gerade. Schmerzmittel. Beugt Gicht vor. Doch, das ist doch richtig. Jetzt wollen wir es. Genau. Genau. Jetzt überlege ich gerade, es nach dahin zu ziehen. Da müssen wir durch ein Agglomerat vor. So. Hier geschieht noch nichts, ne? Warum geschieht da nichts?
Da kommt ihr jetzt zum Stillstand. Das ist, nein, das ist doch gar nicht gut. So, versuchen wir es nochmal. So. So. Jetzt hat es da schon wieder aufgeschoben. Du kommst weg. Du. Ja, da bastelt sich schon wieder zusammen. Kann er hier hoch? So, jetzt gucken wir mal hier. Beug Gicht vor. Da ist das Ding noch. Weil wir es nicht weit genug gesenkt haben, ne? Muss auf eine Stärke von 1 bis 5 runter. Wir sind bei 6. Na, fehlte das Lösungsmittel. Nein, ich wollte ihn nicht setzen. Der Verzweiflung nahe. Der Verzweiflung nahe. So, teste ich jetzt nochmal. Oh Mann. New ingredient discovered. Jetzt haben wir unsere Lebererkrankung und dort sind wir jetzt das Ding los. Gut. Menschenskinders. So, wir haben 16, also müssen bis 16 hoch. Haben 8. Verdoppelt die Konzentration. Dafür müsste ich aber wieder 2 bauen. Deswegen, nein, nein, ich bleibe einfach bei Agglomeratoren. Das ist quasi so eine sichere Sache. Und dann gucken wir mal hier. Verflucht ist das eine teure Produktionslinie. Aber bei denen haut es jetzt auch hin. Und jetzt kommt es noch auf euch an. Und ein Agglomerator brauchen wir noch. Also Minimum ein. Da würde ich jetzt gerne tatsächlich mit einem Analysator arbeiten. Ich glaube, das können wir uns noch gerade leisten. Ne? Also das Fließband so lange stehen zu lassen. A competitor has released a new product. Nee, ist mir zu teuer. Wir werden mal jeden zweiten da reinführen. So. Dann analysieren wir und produzieren auch schon mal das Produkt, um so etwas die Kosten zu senken. Keine Zuckertablette, oder? Product name required. Es ist nur eine Tablette, die ausschließlich Albträume verursacht. Ich dreh noch durch. So. Product name required. Schon wieder. Product name required. Product name required. Ja. Boah, ich drehe hier gleich durch. Jetzt ist es Zuckertablette von mir aus. Ich wollte sie eigentlich nur loswerden, aber was soll's. So, 526, das reicht nicht mal, um unser Minus auszugleichen. Product name required. So, hier. Name, lieber Problem X. So, die Forschung hat ein paar Punkte gebracht, die will ich mal investieren. Ich möchte nämlich ungern einen neuen Kredit aufnehmen. So, du kriegst 2. Ihr kriegt mal ein. Du kriegst mal ein. Du nicht. Fehlt genau ein Punkt.
Tablettendrucker verbessere ich auch nochmal. So. Ach so, jetzt sorge ich hier für Stau, ne? Nein, was habe ich getan? Achso, nee, ist doch richtig, ne? Er würde eigentlich nur jeden zweiten rauspacken. Analysis complete. So, die erste Analysierung. Verursacht Albtraum aus einem. Untersucht, um dessen maximale Stärkekonzentration herauszufinden. Also dieser Punkt zeigt die maximale Stärkekonzentration des Nachteils. Starke Medienwirkungen zu vermeiden. Starke Nebenwirkungen zu vermeiden, sollten wir die Endkonzentration wählen, die so weit wie möglich von der maximalen Stärkekonzentration entfernt ist. Um mal eine andere Frage zu klären, die aufgekommen ist in den Kommentaren. Jetzt muss man mal gucken. Ich weiß gar nicht, wie weit wir ins Minus gehen können. Na, wie lange analysierst du noch? Wir sind, glaube ich, auch auf der maximalen Stärke gerade angekommen. Also ich sehe schon, ich werde noch einen Kredit aufnehmen müssen. Und dann kommt hier auch wieder ein Schäumer hin. Und wir werden daraus Salbe machen. Weil wir halt zu dicht an der maximalen Stärke dran sind, egal welchen Bereich wir wählen. 50%, 40%, 50%. Ja, das hat ja keinen Zweck hier. Ich werde mal... Invalid position. Gar nichts, weil er nämlich nicht will. Insufficient funds. Ich muss sogar den ganz dicken nehmen. Analysis complete. Ach, jetzt bist du fertig. Hm, hat sich ja gelohnt. Okay. Ja, müsste nur um einen Punkt gestärkt Invalid werden. Invalid position. Du kommst da mal weg, du kommst da mal weg, du kommst mal weg. Du kommst mal dahin. Und jetzt den Pferdedampfer. Schade, dass wir nicht so setzen können, ne? Das wäre schön. Gehst erstmal dahin, dahin, dahin. Ich werde dich tatsächlich dahin setzen müssen. Und jetzt brauchen wir noch einen Schäumer. Und ein Verpacker. Den können wir zum Glück da hinstellen. Oh, okay. So passt das ja. Nicht wirklich. Oh Mann. Ich drehe hier fast durch. Ich meine, nur falls man es noch nicht merkt. So, jetzt müsste er an der höchsten Konzentration dran sein, in beiden Fällen. Nicht ganz. Aber bei dem Wirkstoff ist er jetzt auf jeden Fall an der höchsten Konzentration, das ist gut. Und, durch den Schäumer senken wir die Stärke der Nebenwirkung auch nochmal. Das ist auch gut. So. Product name required. So, hier hast du Leberproblemheiler. Und ab dafür. Oh, sag ich da mal. Das war jetzt ein Krampf, das Ding aufzubauen. Jetzt müssen wir erstmal gucken, ob wir damit wieder rauskommen aus dem Miesen. So, was sagt die Forschung? 14 Punkte. Verpackung, Schäumer kriegen jeweils ein. Ja, den Autoklav, das wären 5 Punkte. Da nehme ich lieber den Agglomerator, weil wir so viele davon haben.
Dampfer und Lösungsmittel kriegen auch mal einen Punkt und auch die nächste Stufe schon. So, New World Event. Ein bisschen senken. Ich weiß gerade nicht, wo der Sprung hier immer herkommt. So, senken wir als nächstes mal den Wirkstoff. Oder beziehungsweise verbessern ihn. So, wie viele Forscher haben wir denn? Ich werde mal 4 entlassen. Oh, juhu. Oh. Oh, juhu. Oh. Oh. Mensch. Wir bleiben weiter in dem Minus. Das finde ich nicht schön. Ja, es wird Zeit, noch eine Produktionskette aufzubauen, eine große, die uns dann ins Plus wieder reinschubst. Dafür haben wir zum Glück genügend Geld liegen. Ich werde hier erstmal beenden. Ich bedanke mich fürs Zuschauen, verabschiede mich, bis zum nächsten Mal. Tschüss.